Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ich hatte euch in der letzten Folge ja von hier dem Differential ein bisschen was gezeigt. Das hier ist dieser Sprengring, der hier dieses Stub-Axle hier hält. Und hier, wenn dieses Hinweisschild an eurem Differential sich befindet, dann habt ihr auch ein Diff mit Sperrdifferential. Das weist darauf hin, dass ihr da einen speziellen Zusatz zu dem Öl hinzugeben müsst, damit eben die Kupplungen, die sich hier drin befinden, die befinden sich hier hinter den Zahnrädern hier. Hier oben, das sind die Spider Gears und hier sind die Side Gears und dahinter befindet sich das Kupplungspaket. Und die müssen einen gewissen Zusatz zum Öl dazu haben, damit die sich bewegen können, sonst fangen die an zu rattern. So, ich werde das jetzt mal aufmachen. Dafür nehme ich mir eine Schlagschraube und dann können wir die Schrauben mal hier rausholen. Ich mache hier auch auf. So, dann können wir mal hier die erste Lagerschale abmachen. Die sollte man sich auch markieren, wie rum die sitzen, damit wir da nachher nicht das Ganze irgendwie anders zusammenbauen, wie es vorher gewesen ist, weil das ist schon mit bestimmten Passungen auch versehen, damit hier nachher auch das Lagerspiel stimmt. So, jetzt machen wir das Ganze noch an der anderen Seite ab. Können wir auch hier die Lagerschale schon mal gut abnehmen. Ist gar nicht so einfach, weil der ja als Passung dort drin sitzt. So, jetzt fallen nämlich von den auch da achte ich darauf, wie das Ganze hier zusammengehört. So. Jetzt könnt ihr einen Blick da reinwerfen. Also da haben wir das Pinion. Dann noch ein paar Reste. Ich werde das bisschen reinigen, dann geht's weiter. Was euch auch klar sein sollte, egal wie oft ihr Differentialöl wechselt und alles macht, also wirklich den richtigen Schlamm und so weiter, den kriegt ihr niemals raus, wenn ihr das nicht komplett zerlegt. Also hier das Differential, das war schon ausgiebig sauber gemacht, also zumindest mal überall, wo man rankam, also mit Deckel ab auch schon sauber gemacht. Mit bestimmt 10 Dosen Bremsenreiniger und noch weiteren Reinigungsversuchen. Aber man sieht das ja ganz klar hier. Also oft auch zwischen so Distanzstücken und so. Der richtige Dreck, der hängt immer noch dazwischen und auch der geht in die Lage rein. Und ja, also das bedeutet halt, richtig sauber bekommt man das nur, wenn man es komplett zerlegt. Das würde euch auch jeder Motorenbauer sagen. Deswegen macht das auch jeder Motorenbauer so. Also es gibt immer nur kompletten Motor zerlegen und alles neu machen. So, das sind die Federpakete. Und ja, als nächstes wird hier dieser Pin rausgeholt. Und das ist auch der Pin, wo die Side Yokes dran reiben, hier an den Stellen. Der wird auch ersetzt. Und hier sieht man jetzt die Spider Gears. Und die Side Gears.
So, da sehen wir jetzt die einzelnen Clutches, die einzelnen Kupplungspakete. Die werden wir jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen. So, und jetzt sind wir nämlich so weit, dass wir die einzelnen Reiblamellenkupplungen und hier die Side Gears auch rausnehmen können aus dem Carrier. Und da sieht man hier jetzt das Paket für eine Seite. Es sind noch hier zwei Distanzscheiben drauf. Und hier fängt das jetzt an. Da sieht man immer, das ist folgendermaßen aufgebaut. Da ist eine Seite, hier durch diese Tabs hält diese Scheibe. Und die zweite Scheibe überträgt dann die Kraft hier über diese Innenverzahnung auf hier das Side Gear und damit dann auch auf die Stop Axles. Also das heißt, es folgt immer so eine Scheibe in Verbindung dann hier mit so einer Reibscheibe. Und die reiben gegeneinander und werden hier durch die Federn gegeneinander gedrückt. Und dadurch hat man eben eine gewisse Vorspannung, die dann wiederum eben die beiden Seiten miteinander bis zu einem gewissen Grad miteinander verbindet. Und wenn diese Kraft zu groß wird, dann drehen halt die Scheiben übereinander. Und dann hat man eben eine Differenz zwischen linkem und rechtem Rad. Und im Normalfall drücken die so weit zusammen, dass linkes und rechtes Rad eine gleiche Geschwindigkeit haben. Ja? So funktioniert das Ganze. Und ich werde das jetzt noch weiter zerlegen. Die sehen aber soweit ganz gut aus. Ich muss nur schauen, ob da irgendwo Stücke rausgebrochen sind und ob man da noch das eine oder andere halt noch reinigen muss. Wenn da natürlich Stücke rausgebrochen sind, muss man die natürlich auch ersetzen. Und dann werde ich die Achse wieder zusammen. Gefällt dir das Video? Dann lass doch ein Abo da. Ich habe jetzt hier diesen Center Pin ausgetauscht. Das hier ist der alte. Der hatte hier diese Einlaufspuren. Und da ist jetzt ein neuer reingekommen. Und ja, jetzt im Anschluss werde ich noch hier die Radialwellendichtringe erneuern. Das ist auch notwendig, damit das Getriebe nachher nicht überall Öl verliert, so wie das im Vorfeld getan hat. Das hat nämlich überall rausgesifft. Das hier sind die neuen Radialwellendichtringe. Ich habe den Dichtring jetzt ganz dünn eingestrichen. Genau so viel, dass das nicht ans Lager kommt. Und nehme jetzt eine passende Nuss, die da drüber geht und die auch den Gummiring nicht beschädigt. Und schlag den jetzt genau zentral da drauf. So, ich versuche den jetzt genau mittig anzusetzen. Und dann genau bis zur Kante dort reinzuschlagen. Und auch nicht weiter, dass der nicht an das Lager kommt. Genau so eigentlich. Dann wische ich das überschüssige Silikon ab. Und dann haben wir eine 100% dichte Fläche hier. Und dann im Anschluss nehmen wir noch ein bisschen Öl und schmieren das hier auf den Gummiring und schieben dann den Yoke ein. So einer Öldose und der wird jetzt hier eingeführt am Simmering vorbei. Ein bisschen wackeln, dann ist er drin. So, und jetzt setzen wir als nächstes noch die Sprengringe ein. So, dieses hier ist der Sprengring.
der jetzt hier eingebracht werden muss. Und ich versuche jetzt mit dieser Sprengringzange den über die Verzahnung dort zu bringen. Dort befindet sich eine kleine Nut. Und ich werde den jetzt da drüber heben und dann dort festmachen. Vielleicht werde ich da nochmal gleich nochmal ein zweites Mal reingehen, um den genau in diese Nut zu setzen. Sitzt noch nicht hundertprozentig. Hier auf der rechten Seite kann man es sehen. Da ist der Ring schon korrekt montiert. Und das bedeutet dann, dass hier jetzt nur noch ein ganz geringes Spiel übrig bleiben darf, in dem dann das Ganze raus und rein geschoben werden kann. So. Okay, dann können wir gleich den Deckel drauf bauen. Ja, wenn dich das Thema interessiert, dann abonniere doch den Kanal und schalt beim nächsten Mal wieder ein in der V8 Lounge. Bis dahin, ciao.